nicht mehr unbewusst eine negative Zukunft verursachen. Alle negativen Energien loslassen, denn die können nur negative Folgen verursachen. Also nicht mehr ärgern, denn Ärger löst keine Probleme, macht alles nur noch Ärger. Aber auch sich keine Sorgen mehr machen, sondern verursachen, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Denn Sorgen ziehen das an, was ich befürchte. Ständige gute Laune, unabhängig von den Umständen. Denn auch die verursachen eine übellaunige Zukunft. Das gilt auch für Ängste. Die zeigen nur, dass ich gerade in der Illusion der Ich-Identifikation bin. Denn Bewusstsein kennt keine Angst. Was sollte es auch befürchten? Es kann ja alles jederzeit ändern. Aber auch keinen Streit mehr, sondern die andere Sicht des anderen ohne Bewertung akzeptieren. Keine Kritik mehr, nur eine Verbesserungsmöglichkeit aufzeigen und konfliktfrei leben, indem ich nicht mehr urteile und bewerte, sondern einfach nur wahrnehme, was zu tun ist. Dann die Vergangenheit loslassen. Denn die ist ja ohnehin für immer vorbei und kommt nie mehr wieder. Das gilt auch für eine schwere Kindheit. Was belastet, ist nicht das Ereignis, sondern nur mein Urteil. Und diese Energie kann ich ja jederzeit umwandeln und damit auflösen. Auch Stress auflösen, der nur entsteht, wenn das Ich überfordert ist. Bewusstsein kann nicht überfordert werden, weil es im Jetzt lebt. Und im Jetzt ist immer nur eins zu tun. Das, was jetzt zu tun ist. Und Stress ist nicht mehr möglich. Mein So-Sein ständig optimieren, denn damit verursache ich ja ständig meine Zukunft, mein Schicksal, meine erlebte Realität. Aber auch unerwünschte Gewohnheiten löschen und durch erwünschte ersetzen. Denn gerade die verursachen eine unerwünschte Zukunft. Leben als Beobachter und damit kein Karma mehr verursachen. Und vor allem die Botschaft des Lebens und die Botschaft meines Körpers verstehen und befolgen. Erkennen, alles, was geschieht, ist eine Botschaft. Auch jeder Mangel. Ständig wandeln, was ist, in das, was sein soll. Meine Energie, die ich gerade aussende, ständig optimieren. Und meine Zukunft segnen, damit sie sich segensreich auswirkt. Immer in dem Bewusstsein, alles, was geschieht, ist in Wirklichkeit eine Chance zum Besseren.